Ja, vielen Dank für die Stille. Vielleicht, das kam ja auch in dem Moment, wir sind ganz bunt, ganz vielfältig. Wir haben hier gläubige Menschen, die jetzt in dem Moment gebetet haben. Wir haben Menschen, die gedacht haben der Sache, die Solidarität gezeigt haben. Ich möchte nur kurz vorstellen, es sind die Moscheegemeinden hier, Dianet, Mülle-Gürich-Gemeinde, von den Aleviten vermute ich mal, dass auch welche da sind, katholisch, evangelisch, ist anwesend im Dom, wird jetzt des Palmsonntags gedacht. Verschiedene Vereine, die sich vielleicht gleich auch vorstellen, Flüchtlingshilfe, Menschen, die oben im Camp arbeiten, bei den Flüchtlingen direkt, aber auch Flüchtlinge selbst. Das freut mich besonders, dass Sie gekommen sind. Ja, und ich würde gerne anfangen. Wir haben einen Brief vorbereitet, den wir heute im Laufe des Abends unterschreiben lassen wollen. Der wird auch im Dom nachher ausliegen. Den wollten wir vorlesen, einen offenen Brief an Frau Merkel, der aber auch an unsere Abgeordnete gehen wird, unsere eine Forderung, sag mal, des Abends. Die Petra wird das vorlesen und der Mohammed wird es dann nochmal kurz in Arabisch erklären. Ich arbeite momentan im Camp in Wetzlar und ich weiß, dass dort sehr viele Betten frei sind. Wir haben in Hessen 40.000 Betten und im Moment ist nur noch die Hälfte mit Flüchtlingen belegt, weil seit die Grenze in Mazedonien geschlossen ist, keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen können und nach Europa. Aus diesem Grunde habe ich einen Brief verfasst und wer möchte, kann diesen Brief unterschreiben. Offener Brief an Frau Bundeskanzlerin Merkel. Aus humanitären Gründen fordern wir die Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen. Wir haben freie Betten und gut organisierte Lager in Gießen und an 20 Standorten in Hessen. Wir können und wollen diese Menschen aufnehmen, die in Idomeni an der Grenze im Dreck und Regen verharren. Wir wollen und können ihnen Zuflucht geben, Deutschunterricht und sogar mittelfristig Praktika und Arbeitsplätze bieten. Schulen für ihre Kinder, vor allem Sicherheit und Frieden. Sie werden es uns in einigen Jahren hundert- und tausendfach danken. Idomeni ist eine Schande für Europa, eine Bankrotterklärung für die Menschenrechte und für die Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn Europa sich nicht einigt und alle europäischen Länder, auch Ungarn, Ausrufzeichen, Flüchtlinge aufnehmen und menschenwürdig unterbringen, Frau Merkel, dann muss Deutschland dieses tun. Wir appellieren an unsere Bundeskanzlerin, weder dem Druck der Neonazis von NPD über AfD bis hin zu Pegida nachzugeben, noch dem Druck der rassistischen, nationalstaatlichen, ewig gestrigen Staatenlenker und Lenkerinnen von früheren Ostblockstaaten wie Polen, Ungarn, Bulgarien, Mazedonien und so weiter nachzugeben. Es hilft nur ein klarer Weitblick, ein Verständnis für Globalisierung und Menschenrechte. Es werden weiterhin Menschen zu uns kommen, notfalls auf lebensgefährlichen Wegen über Libyen und Italien oder Spanien. Die syrischen Kriegsflüchtlinge sind nur der Anfang einer globalen Wanderung. Man denke an die bevorstehenden Dürrekatastrophen in Afrika. Europa muss sich vorbereiten. Europa braucht ein neues Konzept für Einwanderung, Migration, aber auch für Ausweitung von Entwicklungspolitik und Abbau von Rüstungspolitik. Man denke an die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, deutsche Waffenlieferungen. Inzwischen macht Saudi-Arabien einen Krieg im Jemen. Deutschland als reiches Land kann und muss sich als Friedensstifter und Vorkämpfer für eine neue, gerechte, globale Politik profilieren. Wir unterstützen ausdrücklich den Kurs der Bundeskanzlerin Merkel. Die Grenzen nach Deutschland und Europa müssen offen bleiben. رسالة مفتوحة إلى السيدة ميركل لأسباب إنسانية ف
فإننا ندعو لاستقبال اللاجئين في هيسن. لدينا أسرة ومخيم منظم تنظيما جيدا في كيسن وفي 20 موقعا. يمكننا ونريد أن نأخذ هؤلاء الناس. نستطيع ونريد أن نعطي لهم ملجأ وتقديم الدروس الألمانية وحتى التدريب على المدى المتوسط وفرص العمل، مدارس لأطفالهم وخاصة الأمن والسلام. سوف يشكروننا في غضون سنوات قليلة مئات المرات. إيجوميني هو وصمة عار لأوروبا، إعلان إفلاس لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، إذ لا يمكن أن أوروبا توافق أو جميع الدول الأوروبية إلى توطين الإقامة الإنسانية، ثم يجب أن على ألمانيا القيام بغير ذلك. نناشد لا نضغط النازيين الجدد في حزب الوطني الديمقراطي والوكالة الفرنسية للتنمية بجيدة بعد الضغط العنصري. نريد دولة وطنية داخل دول الكتلة الشرقية السابقة مثل بولندا والمجر وبلغاريا ومقدونيا وما إلى ذلك، للتسليم للمستشارة لدينا. إنها تساعد فقط على رؤية واضحة، فهم العولمة وحقوق الإنسان. لا يزال هناك أشخاص يأتون إلينا، إذ لزم الأمر على الطرق المحفوفة بالمخاطر عبر ليبيا وإيطاليا. لاجئي الحرب السورية ليست سوى بداية الهجرة العالمية، فلنفكر قبل حدوث هذه الكارثة. أوروبا في حاجة إلى نهج جديد للهجرة، والهجرة فضلاً من التوسع في سياسة التنمية والحد من سياسة التسلح والتفكير في مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تعمل الآن في حرب مع اليمن. ألمانيا باعتبارها دولة غنية يمكن ويجب أن تميز نفسها كصانع سلام وبطل من جديد أكثر عدلاً وسياسة العالمية. ونحن نؤيد بشدة من خلال المستشارة أن تبقى الحدود إلى ألمانيا وأوروبا، ويجب أن تبقى مفتوحة دوماً. شكراً.